Jo Leute, herzlich willkommen bei den Abrängers! Bei einem neuen Let's Show und mal wieder bei einem schönen Spiel von Juicy Beast. Ja. Ich drück gleich mal auf Play. Ich zeig euch doch gar nicht, was es ist. Ihr seht zwar im Titel, ist mir aber egal. Ach, Juicy Beast. Es ist kein neues Spiel von denen, aber ich hab's mir irgendwie ein bisschen aufgehoben, dass ihr noch ein bisschen was zu gucken habt, weil es war meine Lieblingsseite. Aber sie haben so wenig Spiele. Warum eigentlich? Aber fast jedes einzelne von denen ist ein Hit. Leute, das heutige Spiel heißt Gobtron. Es war bei der Spieleseite irgendwie ziemlich weit unten. Kann das sein, dass es irgendwie... Ich weiß nicht, dass es irgendwie das älteste ist von denen? Vielleicht gibt es sie ja noch nicht so lange. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal ein New Game, um euch mal ein bisschen einzuleiten in dieses schöne Spielchen. Ja, wir haben jetzt hier irgendwie die Innereien. Und zwar von einem Monster. Von einem Monster, was wir steuern können. Und zwar etwas, was ein bisschen blöd aussieht und auch ein bisschen blöd ist, aber hat ein paar lustige Tricks drauf. Das werdet ihr noch sehen. Gut, also, wir fangen jetzt hier mit dem ersten Mitesser oder was auch immer das ist an und drücken auf Start. Wir haben hier unser Monster. Hier ist ein kleiner Mensch oder Männchen. Huga, this must be legendary Gobtron. Oh, das muss eine legendäre Gobtron sein. Me guess I just woke up from long sleep. Ich bin gerade erst aufgewacht. Me must tell others before it eat us. Oh, ich muss den anderen sehen, bevor es uns aufrisst. Okay, also, wir haben jetzt hier praktisch das arme Gobtron ohne Freunde mit einer Rotznase, mit dem er sich verteidigen kann gegen diese kleinen Fieslinge, die ihn jetzt was antun wollen. Und da kommt auch schon die erste Welle. Wir zielen und Feuer! Ist das nicht klasse? Wolltet ihr nicht auch mal irgendwie mit Rotzer auf Leute schießen? Na okay, ich eigentlich... Na, ist egal. Auf jeden Fall, Gobtron ermöglicht es mit einem Rotzfaden, die kleinen Männchen zu zerstampfen, aufzusaugen in die Riesennase. Aber sie bewerfen uns auch mit Sperren. Das tut den armen kleinen Pupel Gobtron weh. Alter, ich finde dieses Monster so lustig. Guckt es euch mal an. Ich finde es so süß, obwohl es so blöd aussieht. Ich will es knuddeln, weil es so flauschig aussieht und rosa. Leute, ich bin ein ganzer Mann. Dass das klar ist, ja. Aber ich verfall einfach so fluffy, duffy, so kleine Hundebabys und Katzenbabys. Da werde ich immer ganz schwach. Und auch bei Gobtron. Weil man darf den nicht wehtun. Der ist so groß und fluffig. Mit dem kann man ganz toll knuddeln. Ja, und da kommt auch schon die, war es die dritte Wave jetzt oder die erste? Zweite. Oh, da kommen ein paar. Achtung. Blub. Oh, nochmal. Blub. Oh, guck mal hier, wie die mich hier bewerfen, die Schweine. Boah, jetzt werden sie ein bisschen mehr. So, schon geschafft. Nee, doch nicht. Bloß nicht zu viel fallen. Gobtron. Komm schon, mach sie weg mit deinem Rotzfaden an der rechten Nasenloch oder von uns aus gesehen linkes. Also Leute, super klasse Spiel. Echt, ich habe gedacht, ich habe dieses Viech immer so vom Weiten gesehen und dachte, das muss so ein süßes Fluffelspiel sein, das will ich mir doch aufheben. Also ich liebe diesen Knuddelfaktor, das war bei Bloom Defender, was ich auch wieder schön verlinken werde. Habe ich das schon total geliebt, dieser Knuddelfaktor einfach, der bei Juicy Beast öfter ist. Wie lustig, ist das cool. Ich hab gewonnen und der hat mich vollgerotzt. Ach, darf er, weil er so süß ist. Leute, klasse. Finde ich super, das Spiel. Echt, es war irre Spaß. Es ist so toll. Und wenn ihr wirklich ein Fan von kleinen, knuddeligen Sachen seid, seid ihr bei mir genau richtig. Oder seid ihr bei diesem Spiel genau richtig. Sagen wir es so. Genau, was haben wir noch? Also wir können jetzt hier praktisch immer so ein kleines Inventar. Wir können jetzt Tränke nehmen. Ach, die Stickiness, also praktisch das Klebe. Fähigkeit unseres Rotzes können wir erhöhen oder unsere Energie. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Energie, dass er 10% morphed ist und ich kann das nur einmal machen, weil er sich eben hier mutiert mit Mutationspunkten oder was es auch immer sein soll. Wir machen noch das nächste Level und da möchte ich auch gar nicht mehr so viel sagen. Also, ihr seht jetzt also ja immer, dass ich hier immer so ein paar Flashgames auf einmal mache. Ähnlich wie beim Let's Play, ich mache immer so eine Art Session und das seht ihr an meinen Klamotten oder so. Die letzten Flashgames von mir waren dann natürlich nicht wirklich lange, aber was soll ich denn auch machen? Ja, was soll ich denn noch machen? Es sind wirklich Spiele, die man einfach nur so klein anspielt und ist eben so. Da brauchen wir auch nicht sehr viel spoilern. Ist auch schnell und leicht erlernt. Ist egal. Der legendäre Gobtron ist zu groß und so stark für uns small, für uns kleine Gesellen. As will us use big and strong guys to them. Okay, die waren große Böse. Nein, Gobtron! Verteidige dich mit deinem Rotz. Komm schon.
This allows you to attack quickly. Okay, ich muss das irgendwie... Try to shoot the foes so soon as possible. Ja, das habe ich verstanden. Okay, danke schön. Erste Welle kommt. Komm schon, komm schon. Verteidige dich. Oh, der ist ein bisschen größer. Stimmt. Oh, wir bekommen es drei Genetikpunkte, indem wir Menschen töten. Auch gut. Okay. Ich bin nämlich gerade wie Yannick. Ich gucke die ganze Zeit in die Kamera, während ich spiele. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Aber im Moment ist es auch nicht viel. Was soll ich machen hier? Also, ja. Zack, tot. Da noch einer tot. Ist eben so, ne? Nicht wirklich eine Herausforderung. Komm schon. Also, was noch zu erwähnen wäre, wäre, dass die Steuerung am Anfang ein bisschen verwirrend ist, aber wirklich nach ein paar Sekunden, nach so 2 Minuten seid ihr eigentlich drin, wie das so wirklich funktioniert. Die Steuerung ist gut, man muss sich halt nur dran gewöhnen, dass man eben nicht mehr so einfach so schießt und rechts, links klickt, sondern einfach komplett andersrum. Aber ihr seht, ich ziele eigentlich schon recht gut und das geht eigentlich auch. Die Atmosphäre, Atmosphäre kann man nicht reden, aber die Musik ist toll. Und also ich finde die einfach klasse. Also sie ist natürlich auch ein spezieller Humor, gebe ich auch zu. Was ist das denn jetzt hier? Hallo? Was war das denn jetzt? Für ein Vieh? Oder Roboter oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Könnt ihr dann selber rausfinden. Wann kommt die letzte Welle? Oh, 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 oh. Bam, bam, bam. Putz, putz, putz. Oh, die schmeißt mit Steinen. Gopdron, verteidig dich! Huge Wave. Okay, was jetzt? Wir laden und... Feuer! Nächste! Komm schon, komm schon! Nimm deinen Rotzfaden und zerstör die ganze Welt! Ja, ja! Ja, freut er sich! Gut, du! Jetzt hat er mich angenießt, ist mir egal. Leute, super Spiel, super knuffig, super mein Stil. Juicy Beast hat mich nicht enttäuscht, wird euch auch nicht enttäuschen. Also dann, das war euer Olli. Over and out, diesmal von oben. Tschüss.